Hey, ich weiß, ich habe ab und zu mal ins Xolotl-Reservoir gepinkelt, aber es ist weggeätzt, ich schwöre. Wirklich. Ich habe auch das Gebüsch von der Alten da oben durchgejackelt, aber ist ja, ne? Das ist kein Grund, mich so anzufahren. Du Muschi. Oh Gott. Ist sowieso tot. Sowas überlebt die Muschi nicht. Da oben wird noch gekämpft, aber da sind auch Gegenstände. Hallo? Ist das der Weg nach... das ist ein kleiner Umweg. Geh ein Stück zurück und geh dann nach Westen. Da sind ein paar Wachen, die kannst du dann nach genauen Richtungsangaben fragen. Aber bevor du gehst... Wie wär's mit deinem Kampf? Nö, bin ich nicht für. Oh, ein Dendre. How sweet. Wir haben auch ein Dendre. Weiß ich aber nicht, was ich damit soll, aber wir haben eins. Ist sowieso tot. Hast du gerade vor mir angegriffen? Fällt dir ein, Alter. Was fällt dir ein, mehr Geschwindigkeit zu haben als ich? Ich muss an meiner Technik arbeiten. Vielen Dank für die Unterhaltung. Ja, immer bitte. Vielen Dank für dein ultra weniges Geld. Oh, die Leute hier, ne? Wachstumsmittel. Ist das nicht ein Level-Up? Jetzt mach ich auf da. Und Salben plus. Ist das nicht ein Level-Up gewesen? Ein Wachstumsmittel? Mein Gott. Ja, ein Level-Up. Das kriegt Oceara. Hier, bitte. Ah. Dann machen wir Oceara einfach knallhart Level-Up, weil wir so hart sind. So, wer ist dieser Typ hier? Beachtet der mich? Ja, er beachtet mich. Auch mit Mundschutz. Spieler. Oh, hallo. Es ist ungewöhnlich, Fremde auf der Oberfläche anzutreffen. Und dazu ohne Maske. Wie geht's dir? Hallo, ich bin Cased. In Ordnung, Cased. Also... warte mal. Hast du Cased gesagt? Oh, nein. Oh, Kraus, du bist der Unruhestifter. Wache zur Hilfe! Jetzt werde ich Unruhe stiften. Wir müssen, wenn denn, mitspielen, was sie machen. Was auch immer sie machen. Entons. Der hat Entons. Leider ist Anton Gift Wasser. Oh, warten. Wollte ich gar nicht. Man hat gemerkt, dass ich wieder überlegt habe, ne? Man hat tatsächlich gemerkt, dass ich überlegt habe. Ja, qualvolle Sterben, ich merke schon. Genau, das wollte ich nämlich eigentlich vermeiden, aber naja. Was Schulz, ne? Sollen wir aus Spaß Tornado machen? Dann machen wir aus Spaß Tornado. Und ein Kratzer. Tornado! Einfach mal aus Spaß hier machen. Gut, dass wir die Dinger nicht eingefangen haben. Ich war erst am Überlegen, ob ich die nehmen soll, aber die sind ja voll nervig in den Geräuschen. Lass mich bitte in Ruhe! Gib mir deine Maske. Musste ich so oder so einsetzen, deswegen konnten wir auch tornadonisieren. Okay, da hoch ist nichts, aber wir sind fast da. Wir sind tatsächlich fast da. Gegengift. Fallenlöser. Gefangen. Verfangen. Heilt gefangene Temtem. Und ein Vogel. Es war einfach nur random, ob da oben was ist. Man sieht es in dem Gras einfach. Ich sehe es in dem Gras nicht. Stehen geblieben. Wer ich? Stell dich ruhig, dumm Cased. Mich kannst du nicht täuschen. Ich bring dich nach Quetzal. Ob du willst oder nicht. Ja, wäre eigentlich nett. Danke. Ich muss da sowieso hin.
Aber scheinbar interessiert das niemanden, wo, wer hier wohin muss. Warum hast du zwei Löwen? Boah, der hat's überlebt. Löwige Schweinehund. Jetzt ist er tot. Hat der Löwe das einfach überlebt? Das ist ein bisschen frech, muss ich sagen. Also, das ist ein bisschen... Das ist wirklich frech. Wenn ich überlebt, hat er auch nicht einfach. Blöder Löwe. Fast Level up. Du setzt dich der Festnahme? Das wirst du bereuen. Ja. Glaube ich auch. Weiß ich nicht. So, da nach oben ist irgendwas. Ich glaube, das ist aber nur wieder eine Kletterwand. Na, Muschi und... Naja, Embryo-Baby. Keine... Das ist ein Embryo. Es tut mir leid, aber das ist ein Embryo. So sehen Embryos aus. Mit dem Flügel und so. Muschi, Muschi hauen wir um. Das sind geschenkte EXP. Das sind geschenkte EXP. Wenn die Einzelnen schon ankommen und aufmucken wollen, dann nehmen wir die schnell mit. Wir haben den Verdächtigen identifiziert. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Der Verdächtige leistet Widerstand. Werde ich aber auch langsam ungehalten hier. Ich werde ungehalten. Hat Vögel? Seid ihr doof, Vögel? Vögel, ja, mach einfach. Selbst mit halbem Schaden machst du immer noch mehr Schaden. Hey, das kann Christina auch? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Süß. Hey, da sind Christinas ziemlich gut. Oder Grandpas. Die sind nämlich doch ziemlich stark. Na, oh, ohnmächtig. Süß, das hat er gar keinen Schaden gemacht. Sehr schön, Level 36. Wir sind hier derzeit im LP-Land, wa? Nidrasi? Achso, oh, jetzt geht's richtig los, wa? Jetzt kommen wir mit den richtig fetten Entwicklungen, wa? Und tot. Also der Grandpa. Nicht ich, ich sterbe nicht. Bin viel zu cool dafür. Aber wir geben ganz schön EXP, ne? Geht Glut? Ne, Glut geht nicht. Feuerflamme müssen wir machen. Oh. Mann! Ja! Kannst du irgendwas machen? Ja, du kannst sogar noch Windstoß machen. Der bleibt drinne. So. Die waren jetzt schon ein bisschen härter. Wir müssen uns nach Quetzal zurückziehen. Rufverstärkung! Denn nur so wenig Geld. Das ist so bitter. Aber rein. Theo, geht hier mal weg? Rein theoretisch. No, Embryos.
kann deren Namen nicht aussprechen. Der ist viel zu lang. Adoroboros. Okay, so schwer ist es gar nicht. Wenn man den langsam und wie so ein kleines Kindergartenkind vorliest, dann ist es ja nicht so schlimm. Ich will eigentlich gerade nicht kämpfen. Wir müssen uns den da unten merken. Hallo, ich brauche Hilfe. Nahaho-Krater. Eingang nach Quetzal. Da ist eine Temp-Station. Temp-Station! Jetzt gehen wir nochmal da unten hin und reden nochmal mit was auch immer das da unten ist. Siehst du, kämpfen. Wusste ich doch. Schau dir das ganze Wasser an. Der größte See außerhalb von Dennets. Nur komplett nutzlos. Wenn wir doch nur irgendwie reinigen können. Wozu soll es gut sein? Um den Wasservorrat des Archipels zu verdoppeln? Nun, das ganze Wasser würde ja vermutlich für den Ackerbau verbraucht, was zu einem größeren Nahrungsüberschuss führen würde und somit zu Bevölkerungswachstum. Und ganz egal, wie viel Nahrung zur Verfügung steht, so ist Platz auf dem Archipel doch begrenzt. Doch könnte zu neuen Konflikten führen, so wie in der Vergangenheit. Vielleicht sollte ich nochmal überdenken. Danke für den Denkanstoß. Denk an die Konsequenzen. Ein Kämpfchen, um den Kopf frei zu bekommen. Warum eigentlich nicht? Ich könnte etwas Unterhaltung vertragen. Ich zerbreche mir schon zu lange den Kopf. Blues. Ah, ich will es auch endlich haben. Aber das dauert noch, weil wir es züchten müssen. Weil das Züchten dauert noch, bis wir überhaupt züchten dürfen. Das ist so fies. For real, das ist fies. Wirklich. Wasservieh. Naja, es wird garantiert sterben durch Christina. Dammit. Entschuldigung, Vulor. Das überlebt. Der wird niemals einen Wasserangriff überleben. Niemals. Vielfacher an Schaden ist einfach ein bisschen zu doll. Oh, geil, Tornado. Hat nur einfach überhaupt gar keinen Schaden gemacht. Außer dir selber. So, sieht sehr gut aus. Ein guter Kampf, vielen Dank. Ich weiß, war echt super. Kannst du bitte eine Laufanimation haben? Echt, ey, unfreundlich die Leute heutzutage. So, da wollen wir mal gucken, warum sie überhaupt alle böse auf uns sind. Halt, ein krimineller Abschaum! Schau, das ist Cased, der Unhold. Wir haben ihn endlich erwischt, Hauptmann. Ja, das ist er. Gute Arbeit, meine Wachen. Hör zu, mein Luftschiff ist in der verdorbenen Ödland abgestürzt. Meine Leute sind verwundet, wir brauchen Hilfe. Wir haben genug von deinen Lügen, Cased. Dieses Mal wirst du einige Zeit hinter Gittern verbringen. Was? Ich? Ich bin nicht? Genug! Wachen, ihr wisst, was zu tun ist. Ich informiere die Gilde und das Dojo, dass unsere Stadt wieder sicher ist. Du kommst mit uns, Eindringling. Beweg dich oder wir bewegen dich. Oh ja, tragt mich! Ich werde nie getragen. Gefängnisleben. In Quetzal eingesperrt. Wie konnte das nur passieren? Wachen, ich bin nicht die Person. Wachen, kann ich Aina anrufen? Hey, wachsame Wache, Lust auf einen Temtem-Cup? Sicher, sicher. Wie wäre es stattdessen damit? Du bleibst hier und hörst auf, meine Leute zu Ärger zu bereiten. Ja, ich denke, ich entscheide mich dafür. Oh, und sag deinem Temtem und deinem Zeug auf Wiedersehen.
Wir werden alles verkaufen und den Schaden wieder gut zu machen, den du mit deinem Unsinn angerichtet hast. Hab noch ein schönes Leben, du Arsch. Meine Temtems? Meine Temmeli, 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 Temtems? Oh nein, wie komme ich hier raus? Die Besatzung der Nava zählt auf mich. Und wer hat meinen Namen in den Schmutz gezogen? Und wieso? Tja, nichts zu machen. Ich kann genauso gut ein Buch lesen, um die Zeit totzuschlagen. Mal sehen. Die Romanze der letzten Scheichs, ein altes Volksmärchen, Nantoshima Monogatari, ein Roman und Der Fall der Halbinsel, eine idyllische Oper. Was? Wie kommst du denn jetzt darauf zu lesen? Ich will die Romanze lesen. Seite um Seite voller Dichter dedizianischer Lyrik. Sie glorifizieren das Andenken eines alten Thalassokraten, der Silaro, der Krieg führte und gegen mysteriöse magische Wesen verlor. Genug gelesen für heute. Ich sollte mich fit halten, ich sollte mich strecken. Ich sollte mich fit halten. Ja! Ich kann es mir nicht leisten einzurosten. Ich sollte meine Temtem-Fähigkeiten üben für den Tag, an dem ich wieder frei bin. Üb deine Surfer-Coolness. Oh yeah! Genau das ist es. Ich sollte mir einen Plan ausdenken. Es dauert viel zu lang. Aida Turai wird mich retten kommen. Vielleicht kann ich Professor Constantino erreichen. Wenn doch bloß Carlos hier wäre. Der weiß alles. Oh ja, Carlos. Er wartet in Kisivar auf mich. Ich kann ihm nun auch nicht helfen. Ich frage mich, ob er enttäuscht ist. Nein, er ist ein guter Freund. Nein, da ist etwas zwischen uns. Ja, da ist etwas zwischen uns. Es bringt nichts, darüber nachzudenken. Werde verrückt. Ah! Boah. Hey, Wache. Ja, genau du. Willst du meine ganze Geschichte hören? Willst du einen Witz hören? Dass mich hier raus soll, du wirst es bereuen. Ich habe mächtige Freunde in vielen Dojos und ich bin auf einer Mission gegen Clan Belsotto. Hilf mir, das Archipel zu retten. Es scheint dich nicht zu interessieren. Kenne ich dich? Hey, Wache, können wir einige Temtem zurückbekommen? Wir würden gerne einen Kampf austragen, um die Zeit zu vertreiben. Oh. Du hast mich vielleicht auf der Nava gesehen. Ich reise gerne unkonventionell. Versteckt zwischen der Ladung. Die letzte Landung ist mir nicht gut bekommen. Hilf mir, hier rauszukommen. Meine Freunde sind verwundet. Clan Belsotto ist am Zug. Ich muss einen Detektiv in Kisivar treffen. Das ist ein ziemlich straffer Zeitplan, Kumpel. Komm hier rüber, los. Aber ich sag dir, er ist ein anstrengender Insasse. Gewöhn dich nicht zu sehr an ihn. Na gut, dann nur 5 Minuten. Wache, achtet auf die Zeit. Matthias, du lebst? Cased, nun ja, ich lebe im Sinne von, ich bin nicht von dem Absturz gestorben. Aber wir haben viel größere Probleme, als wir dachten. Also, hör mir zu und unterbrich mich nicht. Wie geht's den anderen? Ich sag dir, unterbrich mich nicht! Die Quetzalianer sind vorsichtig gegenüber Fremden. Jemand hat allerhand Unruhe in Quetzal verbreitet. Und das in deinem Namen, Cased. Deswegen bist du hier, fürchte ich. Ich konnte sie nicht davon überzeugen, dass du erst mit mir auf der Nawal angekommen bist und daher unschuldig sein musst. Du musst mich hier rausholen. Also fürchte ich, dass ich etwas tun muss, das sehr gegen meine ruhige Natur geht. Doch es muss getan werden für die Nawal und ihre Besatzung. Geh, Cased. Wasch deinen Namen rein und hol Hilfe für die Verwendung Verwundeten auf der Nawal. Du, was? Geh runter von mir. Alarm, Alarm! Geh, Case, renn weg und hilf den anderen. Du hast jemanden gehört. Komm, ich kenne einen Weg. Ja, aber ehrlich, brauchst du Hilfe? Alles gut? Ihr werdet dafür bezahlen, ihr beiden. Ja? Krieg ich dein. Ja, schreit mich an. Verschwinde, während ich sie beschäftige, Case. Geh und beschaff dir Hilfe für die Nava. Ja, aber ich will sehen, wer gewinnt. Außerdem liegt hier Brot rum. Oh, da ist noch einer eingesperrt. Hey. Du hast Glück. Ich wünschte, ich hätte Freunde wie dich. Warum hast denn du eigentlich so eine riesige Zelle und ich habe so eine kleine Zelle?
Ist das die Tür? Ich krieg sie aber auch nicht auf. Sorry, ich hätte gerne geholfen. Minen von Mictlan. Ach ja. Wir haben gar keine Karte. Ups, falsche Richtung. Die Wachen werden mich entdecken. Ich sollte einen anderen Weg finden. Die hätten mich nicht gesehen. Ich bin ein Schatten, der die Nacht durchstreift. Was ist denn jetzt mit dem schon wieder? Lass mich durchschnaufen, okay? Also, haben wir es geschafft? Herr Case, dein arubarischer Freund hat uns einen großen Gefallen getan. Ich schulde dir was. Hör zu. Siehst du dieses kleine Haus? Da lebt ein alter Freund von mir. Er wird sich um dich kümmern. Ich weiß nicht, was du getan hast, aber du scheinst Tukmas Staatsfeind Nummer 1 zu sein. Du solltest eine Weile untertauchen. Ich muss nach Kisiva. Dann musst du zum Luftschiffterminal. Aber so wie ich die Wachen kenne, wird es schwer. Naja, bewacht sein. Und zuvor musst du unbemerkt in die Stadt kommen, was nicht leicht wird. Also schlage ich fürs Erste vor, dass du dich hier in den Minen von Mikla versteckst, bis etwas Gras über die Sache gewachsen ist. Wer ist denn dein Freund? Er ist ein geläuterter Bandit und kein Freund der Wache. Keine Sorge, er ist ein guter Kerl. Sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Ja, wir müssen uns nun aufteilen. Du bleibst hier. Ich versuche, durch die Minen von Mikla zu schleichen und eine Hintertür in die Stadt zu finden. Wenn du es so weit schaffst, sehen wir uns in Quetzal. Wenn nicht, nun, hast du ja gehört. Hast du das gehört? Schritte. Die Wachen werden jeden Moment hier sein. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Case. Viel Glück.